Sie akustiert ja eigentlich okay, das hat sich mir so ein bisschen an so wie Liebe gemeint. Wir haben uns heute hier zusammengefunden. Es geht aber, oder? Ja, ja. Ich habe darüber nachgedacht, wie wäre es, wenn ich Lehrer wäre? Ich bin ein Dennis, dementsprechend wäre das relativ unnormal. Folgendermaßen würde das aussehen. Ich möchte, dass die Klasse jetzt bitte ruhig ist. Danke. Classroom Management. Erste Stunde. Mathe. Fünfte Klasse. 10 Hosenscheißer rennen durch eine mittlerweile zu einem Schlachtfeld mutierten Klassenraum, bei dem sich durch ständiges Schülewerfen bereits Risse in den Wänden gebildet haben. Ein Mädchen liegt am Boden und weint. Ein Junge gießt sich, als sie die Tür aufmachen, vor Schrecken einen halben Liter Kakao über das Sweatshirt, das meinen Berechnungen zufolge innerhalb der letzten Monate eine Symbiose mit seiner Haut eingegangen sein muss. Der Raum stinkt nach Kinderfuß, Kakao, Schweiß und undefinierbaren weiteren Gerüchen, die einer Mischung aus Hund, Hamster, Bier und Urin geschuldet sind. Ich liebe die Schule und die Elternschaft. Man braucht nur Vögel ohne Schalter, von mir dann die stammelnden, überfetteten Ergebnisse präsentieren. Am besten schielend, ungewaschen und mit fleckigen Jogginghosen bekleidet. Ich trete wie Blade, der Daywalker, mit Zockenbrille, schwarzer Kleidung und einem Schlüsselbund in den Laden, der deutlich mehr wiegt als mein Portemonnaie. Was eigentlich nicht viel heißt. Das ist meine Abgrenzungsmethode, um möglichst unnahbar zu erscheinen, da ich nicht angesprochen werden möchte. So, jetzt alle auf dem Platz und die Fresse halten! Nichts geschieht. Weiterhin ähnelt das Szenario an einem Theaterstück von Art und Kultur, das von blinden Hunden einstudiert wurde und erst einmal geprobt werden konnte. Nach und nach wehren sich einzelne Kinder in ihr mit Sätzen wie "Der haut mich die ganze Zeit, sagen Sie mal was!" und Entgegnungen wie "Der soll die Fresse halten, wir haben meine Schwester heute Morgen im Bus die ganze Zeit mit Nutella-Brot geschlagen. Wie sieht jetzt aus wie ein Alter?" aufgeregt entgegentreten. Ich kann aber ihre Gesichter nicht sehen, weil ich gerade bei Facebook ein Bild vom Szenario teile und unterschreibe, wie viel ich in der Stunde verdiene. Allen möglichen Leuten gefällt das, weil sie wissen, dass sie mehr verdienen und unbemerkt Koks im Büro ziehen können. Ich sage dann das, was ich immer sage. Das darf der aber nicht. Funktioniert immer. Kinder denken, dass man mit ihnen einer Meinung ist und jemand sich nicht an die Gesetze hält. Wenn ich dann noch den Täter anspreche und ihm ebenfalls sage, das darfst du nicht. Ja, hält er meinen Standpunkt und macht einfach weiter. Es bleibt also alles wie bisher, aber ich kann mich entspannen, bis bei der Schülerschaft ein kollektives Gefühl der Unsicherheit entsteht und einzelne Hosenscheiße auf ihren Platz gehen. Sobald sich nur noch 4 Schüler prügeln und der Rest halbwegs ruhig verharrt, um erste Kommandos für den Tag entgegenzunehmen, schmeiße ich das weinend prügelnde Quartett wortlos raus und schließe die Tür an. An diesem Punkt beginnt etwas, das Kollegen unter der Überschrift Unterricht kennen. An die Tafel schreibe ich jeden Morgen den Satz: Mitarbeiten macht frei. Die Schüler wissen, was das bedeutet. Wer es schafft, eine halbe Seite innerhalb der Doppelstunde zu bearbeiten, kann früher in die Pause und sich endlich weiter prügeln, mit Sachen bewerfen, sich Trinkpäckchen ins Gesicht spritzen und Stichworte rufen. Die Streber der Klasse schmeißen dann gezielt mit Steinen auf Unterstufenschüler, um sie möglichst am Kopf zu erwischen. Das erfordert Konzentration und Präzision. Die Streber der Klasse schmeißen, wer es nicht schafft, seine halbe Seite zu bearbeiten, kommt in der Pause in den Arbeitsvergnügungslagerraum und muss dort die Aufgaben zu Ende erledigen und eine Seite aus dem Mathebuch auswendig lernen. Dabei läuft für die Wiese in den Endlosschleifen. So, ich sitze nur wieder in der Klasse, ich schaue in die Runde der Zappelphilipp-Gewerkschaft und stelle fest, dass einer besonders ruhig ist. Ey, Timmy, willst du schon mal anfangen, die Aufgaben an der Tafel zu lösen? Es sind keine Aufgaben an der Tafel. Im Studium verkehrt man immer, dass man die Schüler nicht überfordern soll, also setze ich in der ersten halben Stunde ganz unten an. Timmy verdreht die Augen und antwortet mit einem spritzenden Strahl aus dem Tellerboden, Fruchtiger und einem Tischtennisball. Alle drei Ingredienzien sind zu einer Suppe verwendet, die sich über seinen Tisch decken ließ. Oh Gott, ich dachte schon, ich ersticke jetzt. Säuselt er Sabah in sein fucking Bankshirt, mit dem er sich gerade den Mund abputzt. Ih, du bist so eklig, Mann, tönt es aus anderen Ecken der Klasse. Sein Sitznachbar, der wie ein Kastenteufel von seinem Platz aufgesprungen war, um der Suppe zu entgehen und sich dabei das Knie am Tisch ließ, liegt vor Schmerz rein am Boden. Ich lege ihn mir über die Schulter und bringe ihn zu den anderen nach draußen. Den kleinen Kopfraumkommer nehme ich ebenfalls aus der Klasse, den Tischtennisball nimmt er mit. Vielleicht können wir ihn dann nochmal unterschlucken, wer weiß. 4 Schüler sind jetzt noch übrig im Klassenraum. So, Hausaufgaben raus. Ihr solltet mal andere Zahlen mit 20 Punkten machen. Wer einmal gemalt hat, hat es falsch gemacht. 3 Schüler schauen mich entgeistert an und sagen, dass bei ihnen ein Vorschlag rausgekommen sei. Ich würde sich halb schwinges und kratze mir mit dem Mittelfinger das Kinn. Der Letzte präsentiert ein perfektes Aufgabenblatt, eine Tulpe. Er hat es geschafft, ich bin hellauf begeistert und nehme das Blatt an mich, damit ich Lehrerzimmer damit angeben kann. Die anderen 3 Kandidaten komplimentiere ich mit den Worten: Ey, wenn ihr aufgehört habt, so dämlich zu sein, könnt ihr wieder reinkommen. Heraus. Sie schließen eigenständig die Klassentür auf und verlassen den Saal. Ich schließe hinter ihnen ab. Der letzte übrig gebliebene Schüler mit der Musterhausaufgabe sitzt mit mir im Raum.
jetzt hier verbergen? Hast du ein Smartphone? Ja. Okay, dann lass uns Game of Thrones zocken. Herr von Bergen, Sie sind der beste Ritter. Ach ja. Ich nehme den Streber an die Hand, öffne die Klassentür und schmeiße ihn raus auf Streber. Hab ich keinen Bock. Gar nicht. Zurück am Lehrerpult lehne ich mich zurück und zünde mir eine Zigarette an. Draußen versammelt sich derweil die Klasse am Fenster und bittet mit der Langsamkeit und verspricht, brav zu sein und Unterricht zu machen. Ich rauche zu Ende, gehe zur Tür und lasse alle herein. Die Doppelstunde vergeht ruhig und wie im Flug. Hausaufgabe ist ein Mal nach Zahl mit 40 Punkten. Diese Klasse ist die erste, an die ich richtig glaube. Vielen Dank.